Willkommen zu einem neuen Special-Video und zwar haben Marvin und ich uns heute gedacht, dass wir mal über den German Shuffle reden. Es gibt ja extrem viele Teams und auch Spieler, die ohne Team dastehen und Teams, die ohne Spieler dastehen. Wie könnte man die kombinieren? Gibt es da vielleicht eine gemeinsame Geschichte zusammen? Wer könnte sich wen auch leisten? Denn Geld spielt immer eine Rolle. Und wir versuchen jetzt einfach mal ein paar Gedanken dazu zu äußern. Natürlich wissen wir selber nicht wirklich, was passieren kann und wird. Aber man kann ja immer ein bisschen seine Gedankengespenster spielen lassen. Gerade erst, beziehungsweise vor kurzem wurde bekannt gegeben, dass Gorbet-Tapsen und Legia aus Energy ausscheiden werden. Und die Frage ist, ob sie da mit Nex zusammen wollen oder können. Was ist da deine Meinung dazu, Marvin? Ja, interessant, dass du beim German Shuffle zuerst mal ein Team erwähnst, das eigentlich aus Amerika kam. Ja. Gorbet, Legia, Tapsen haben sich bei Energy ziemlich gut entwickelt. Vor allem Tapsen hat mir da sehr gut gefallen. Die Sache mit Nex, man hört halt nichts Eindeutiges. Es gibt so dieses Gerücht, dass sich dieses Team da entwickeln wird. Sie haben jetzt auch unter Team zusammen den Open Qualifier zur DreamHack Vegas gespielt, ja, und haben das ja auch geschafft. Also sind ja in dem Closed Qualifier jetzt mit drin. Je nachdem, wer da dann der Fünfte im Endeffekt wird. Keine Ahnung, es ist ein unheimlich potentes Line-Up. Wobei ich immer noch der Meinung bin, dass ich Gorbet viel lieber auf der Coaching-Position sehen würde. Der hat aimtechnisch jetzt, ich glaube, er kann an guten Tagen mithalten, aber es gibt nicht mehr allzu viele gute Tage von ihm. Ja. Und da sollte der Coach gehört inzwischen einfach dazu und es ist keine Schande, sich diesen Spot zu nehmen. Da ja, vor allem Gorbet ist ja der geeignetste Spieler für eine Coaching-Rolle. Ja. Er ist ja bekannt dafür, so versiert zu sein, hat Mausports auch 1.6 schon immer an die Spitze getrieben. Ja, der was die Demo-Analysen angeht, was die Gegner-Analysen dann auch angeht, also wirklich kleine Details beim Gegner finden, die man exploiten kann, da ist er das Nonplusultra. Ich glaube, wenn man ein Team rund um ihn entwickelt, wo er der Coach ist, wo er im Hintergrund so ein bisschen die Fäden zieht, das Team unheimlich gut vorbereitet, da sollte jedes Team vor Angst haben. Weil da müsste sich jedes Team neu auf das Team, das da kommen sollte, halt dann einstellen. Ja. Okay, wir haben ja in dem Lineup einen Spieler drin, um den es so ein bisschen Rätselraten gab in den letzten Wochen. Und das ist Keith, der ja eigentlich noch bei Attex unter Vertrag steht, aber schon bei Energy fast gehandelt wurde und das hat sich dann jetzt so ein bisschen aufgelöst. Vielleicht entwickelt sich ja noch was mit Keith bei dem Lineup rund um Gob. Und wir haben ja nicht nur daraus was, sondern es gibt so viele, die aktuell clanlos sind, sogenannte Free Agents in der deutschen Szene. Also mit Keith kann man einen großen Namen nennen. Dann haben wir noch Tarsin, der ja bei Penta dann aufgehört hat. Ich weiß, Nex ist ja schon länger ein Free Agent. Kito, der eigentlich ein super starker Spieler ist, den man eigentlich ziemlich gut großziehen kann in der ganzen Geschichte. So einfach nur, um mal ein paar Namen reinzuwerfen. Ich weiß nicht, wie siehst du da die Entwicklung, was da alles entstehen könnte? Ich glaube, also, dass du Kito und sein Wachstumspotenzial eben auch erwähnst, vor allem unter jemandem wie Gorbet, der schon so viel Erfahrung hat, in Kombination mit Legia, der dann auch in den richtigen Momenten dann auch sagt, okay, jetzt spielen wir so und so. Das wäre auf jeden Fall eine interessante Kombo. Gleichzeitig hat man dann auch Crystal, Nex und Robson, die vielleicht nochmal zu alten Penta-Höhen aufsteigen wollen. Vor allem Crystal ja auch immer noch sehr gut. Da ist die Frage, vor allem Penta hat ja nur noch zwei Spieler übrig. Da sind nochmal so, wir haben ja vorhin in der Einleitung drüber geredet, dass Geld auch eine Rolle spielt. Attex hat noch drei Spieler, wo ich mir nicht sicher bin, wie es da ausschaut mit Crispy, Silson und Tizian. Ich würde fast schon sagen, dass Tizian vielleicht sogar auch noch gehen wird, wenn er jetzt noch ein gutes Angebot bekommt. Oder dass Attex eben sagt, hey Jungs, Gorbet und so weiter sind jetzt gerade clanless. Wir hätten Bock, nochmal ein legendäres Lineup zu machen und wir stellen jetzt neue Spieler zusammen. Das wäre auf jeden Fall auch nochmal eine sehr interessante Entwicklung. Ja, was bei Attex auch noch so eine Sache ist, Syrson, ich hoffe es ist jetzt Syrson, ich meine es war Syrson, der
nicht Vollzeit spielt. Der, ich glaube, der macht, glaube ich, nebenbei noch eine Ausbildung als einziger in dem Team. Und da gibt es halt auch Stimmen, die sagen, okay, Attex hätte vielleicht noch mehr erreichen können, wenn er halt sich gesagt hätte, ich mache das Ganze Vollzeit. Wobei man das auch nachvollziehen kann. Mach eine Ausbildung, hab was in der Hand und konzentriere dich dann vielleicht auf eine mögliche Counter-Strike-Karriere, je nachdem, wie sich die Szene entwickelt. Eventuell geht Attex jetzt den Weg und sagt, okay, Sürson, und da muss man jetzt auch mal sagen, der hat keine schlechte Saison gespielt eigentlich, weil ich weiß gar nicht, was da für ein Potenzial hinten dran wäre, wenn der sich mal komplett auf CS konzentrieren würde. Ja? Was aus dem Jungen werden könnte, das wäre schon ziemlich heftig. Wir können sagen, wie es ist. Attex aktuell mit 3 Spielern, so wie es aussieht. Painter aktuell mit 2. Ja. Da besteht die Möglichkeit, dass man das halt einfach auch mal zusammen macht. Ja? Dass da vielleicht so ein Team entsteht. Und warum nicht? Mit Crystal hat man eine wiedererstarkte AWP. Mit Crispy, ich meine, er macht den Ansager und das macht auch ziemlich gut. Stefan hat durch die Bank weg eine gute Saison gespielt. Ja. Und das hat am Anfang nicht jeder erwartet, dass der in der Pro League so gut trifft. Nachdem, wer war denn da weg? Ich weiß gar nicht mehr genau, wer dann gegangen war. Er kam ja mitten in der Pro League Season dazu und hat halt einfach losgelegt. Ja, als wäre es für ihn nichts Neues, gegen die Größten der Größten zu spielen. Also, mögliches Line-Up ist mir jetzt gerade mal so in den Sinn gekommen. Warum nicht? Ja, es gibt so unglaublich viele verschiedene Kombinationen an Spielern. Vielleicht bleibt Legia und Tapsen auch gar nicht zusammen, wobei man jetzt sagen muss, wenn Tapsen schon nach Amerika geht, um mit Gorbet und Legia zusammenzuspielen, dann steckt da schon was dahinter und das ist nicht nur spielerisches Zusammenspielen wollen, sondern eben auch, ich mag die Jungs. Ja, ich glaube, Tapsen ist nach Amerika gegangen, weil Gob ihn gerufen hat. Ja, weil er sagt, wo kann ich am meisten lernen, wo kann ich mich am besten weiterentwickeln und die beste CS-Schule in Deutschland kriegst du, meine ich, bei Gob B. Selbst die Mousebot-Spieler, die bei Mousebots geblieben sind, nachdem Gob gegangen sind, die haben gesagt, unter Gob zu spielen, hat einem erstmal die Augen geöffnet, was man eigentlich alles falsch machen kann in dem Spiel und was man selbst alles falsch macht, obwohl man schon auf einem hohen Level spielt. Und man hat bei Tapsen diesen Sprung innerhalb der Pro League Season halt auch gesehen. Also das war enorm. Und das haben wir mitbekommen, obwohl wir die Season nicht mal richtig verfolgt haben. Ja. Auf einmal sind bei dem die 30er-Bomben über den Server geflogen, als gäbe es keinen Morgen mehr. War ja auch Amerika. Aber ganz abgesehen davon, ihr seht schon, es dreht sich viel um Gobbe. Der scheint so gerade so der Schlüssel zu sein, zumindest bei uns. Und andere Schlüsselfiguren sind natürlich auch die Organisationen, die dann immer wieder ihre Finger im Spiel haben. Vielleicht auch ein bisschen Vetternwirtschaft. Ja, Spieler A hätte gerne Spieler B und ist mit Spieler C nicht ganz so grüne. Wie wird da nochmal kombiniert? Dann haben wir Planet Key, die gar kein Team mehr haben. Wir haben Panthers, die gar kein Team mehr haben. Playing Ducks haben sich jetzt von Deutschland verabschiedet mit dem Godsend Academy Lineup. Dann haben wir noch Playing Ducks, habe ich gerade gesagt. Dann haben wir eben Devizen, die auch noch einen fünften Spieler suchen. Und bei Devizen hat man Potenzial gesehen, wenn da ein erfahrener Spieler dazu kommt, der die Jungs ab und zu mal runterholt und auch mal wieder ein bisschen Disziplin auch reinbringt in gewissen Situationen, dann kann da Devizen auch extrem explodieren. Vielleicht sieht man da auch nochmal einen Wechsel, man weiß ja nicht. Ja. Dann haben wir immer noch auch Euronics, die mit 5 Spielern zwar noch ein funktionierendes Lineup haben oder hätten, aber ich habe Otto gratuliert zu eigentlich einer guten Performance und er meinte, er versucht das eben weiterzuführen. Klang so ein bisschen für mich so, als wäre da vielleicht auch schon wieder so der Gedanke zum Wechseln und man kann es den Spielern dann nicht verübeln. Es ist einfach, die Verlockung ist groß, jetzt zu sagen, ich versuche ein neues Lineup zu bilden, mich oder mit anderen. Und dann nochmal eine neue Chance zu kriegen, um auch international eben durchzubrechen. Ja, das Ding bei Euronics, das dürfen wir nicht vergessen. Die standen im Finale der ESL-Meisterschaft, die standen im Finale der 99-Damage-Liga. Ja. Und sind beide Male gescheitert gegen Lineups, die mit Stand-Ins gespielt haben. Das wurmt. Das wurmt nicht nur ein Otto, das wurmt vor allem einen Skrunk, dem man sowas, wenn er Niederlagen erfährt, dem sieht man sowas sofort an. Als einzige Team, was
Also ich glaube jetzt nicht, dass Euronix zerbrechen wird, weil das Team hat immer noch Potenzial. Sie haben eine solide Saison gespielt, zumindest auf nationaler Ebene. Ja. Wen wir dabei auch nicht vergessen dürfen, sind die Blue Jays, die immer noch zusammen sind, gerade mit den beiden Schweden, Samon und Saip. Hat mir eigentlich immer ziemlich gut gefallen, auch wenn Sedi, ich habe mal ein bisschen mit ihm reingechattet, ja, und er hat gemeint, eigentlich haben sie immer nur versucht, haben sie nie trainiert und eigentlich immer nur losgedaddelt. Warum trainiert man nicht? Frage ich mich dann, weil dann vielleicht wusste man schon irgendwie Mitte der Season, okay, wir spielen das jetzt noch zu Ende, aber mehr als das gibt's nicht, vielleicht löst man sich dann auch auf. Und bei den Blue Jays ECFN, der umschießen kann bis zum geht nicht mehr, wo ich immer sage, so jemand müsste in einem Penta oder Attacks-Lineup spielen. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir ECFN im German Shuffle noch sehen werden. Aber wie gesagt, ist nur eine Vermutung. Ja. Und noch eine andere Sache, wenn wir auf einzelne Spieler eingehen, Kazuya, Top-Ansager in Deutschland, ein wirklich guter Ansager. In welches Lineup würde er am besten reinpassen? Ja, das ist in welcher Konstellation werden wir ihn sehen, weil er gehört genauso wie Keith zu den beiden Spielern bei Alternate Attacks, die früh gesagt haben, dass sie nicht mehr bei Attacks spielen werden. Was eigentlich dafür spricht, dass er schon eine neue Anlaufstelle hat. Ja, ja. Und da würde ich jetzt fast sogar ein amerikanisches Team reinbringen. Dass er vielleicht ein Angebot von einem amerikanischen Team bekommen hat, um dort den Ansager zu übernehmen. Vielleicht auch nur eine Coaching-Rolle. Ja? Das ist alles Möglichkeiten für einzelne Spieler, um sich weiterzuentwickeln und sich vielleicht auch in eine andere Richtung zu entwickeln. Ja, das, auf jeden Fall. Das dürfen wir, also auf Kazuya, ich bin am meisten eigentlich drauf gespannt, wo es Kazuya hin verschlägt, weil beim Rest hat man irgendwie so eine grobe Ahnung, wo es hingehen könnte, und bei Kazuya bin ich halt einfach komplett sprachlos, keine Idee, wo das Ganze hingehen könnte. Und wir haben zwei große Namen noch gar nicht gesagt, und zwar hatte ich jetzt gerade noch Nuki gesagt, der ja jetzt gerade nur Streamer ist, das sehr erfolgreich, vielleicht ist er damit ja auch zufrieden, aber vielleicht kitzelt es ihn ja nochmal, sich zu testen. Und Kirby, auch ein Name, den man schon sehr lange in der deutschen Szene kennt, mit X-Playing Ducks. Ich werfe nur einen dritten in den Raum. Ja. Sonix. Ja, Sonix, ja, natürlich, die Legende, der ja schon eigentlich vergessen. Der hat bestätigt, dass er ab nächstem Jahr in einem neuen Team spielen wird. Okay, nochmal eine Variable. Das heißt, Sonix ist ein super starker Spieler. Ich glaube auch nicht, dass der... Marvin? Du hast gerade mega gelaggt. Okay, das kann das Internet hier manchmal sein, weil das über D-Link geht. Ich sag's nochmal, der wird in seiner Zeit als Streamer nicht schlechter geworden sein. Hat er eigentlich nur CS gespielt, vielleicht ab und an nochmal Mafia 3 oder so, wenn ich das mitbekommen habe. Und ich freue mich eigentlich richtig drauf, Sonix mal wieder an seiner Donnerdiegel zu sehen. Und dann mal zuzuschauen, wie er vielleicht einem jüngeren Team unter die Arme greift. Wobei ich glaube, auch dass wenn er wieder zur Maus greift, dass er dann halt richtig Gas gibt. Also wirklich mit einem Team, das so oder so schon vor Firepower strotzt. Ja, also nochmal das letzte Hooray sozusagen, das letzte Hurra. Ja, genau. Also ihr seht, wir haben extrem viele verschiedene Kombinationen. Wir haben nicht mal annähernd über alle gesprochen. Es gibt ab und zu, manche Spieler haben ja eine Information durchsickern lassen, andere nicht so. Tazin hat ja zum Beispiel auch gesagt, im Januar habe ich ein neues Team. Da weiß man eben auch nicht genau was, wie, wo. Und es bleibt einfach mega spannend. Ich wäre jetzt auf eure Predictions gespannt. Lasst einen Comment unten drin. Welches Lineup würdet ihr gerne sehen? Welchen Spieler würdet ihr gerne wo sehen? Was sind eure Predictions? Und natürlich lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Unsere Fachsimpelei, natürlich haben wir da sehr viel heiße Luft auch gelabert, aber man weiß ja nie, was passiert. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Grüße an Marvin natürlich in der Heimat. Ja. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder, wenn das nächste Friday Special kommt. So, perfekt. Ich habe jetzt da mal einen Schlussstrich gezogen, weil es einfach... Wir könnten da noch Stunden drüber reden. Aber es ist genau das, wenn du einmal einen Faden findest, hörst du nicht mehr auf. Genau.